Wenn ich gleich zu euch kommen soll, wenn irgendwas ist, ne, dann sagen Sie mir Bescheid. Ach, von oben auch noch. Ach du Scheiße. Da sind auch nochmal drei. Tibor? Ja, ich bin hier gerade. Jetzt. Auch. Jetzt. Ja, Marc, was wäre dein Plan? Ja, ich würde wieder Ressourcen holen. Holz, Steine, Lehm, Eisen. Mhm. Lass mich noch kurz gucken, Bolzen. Boah, hier ist alles voller Zombies hier unten. Ja, ich hab halt nur so einen Level 1 Holzbogen, ist grad blöd, ey. Problem ist, uns fehlen, weiß nicht, vielleicht kein Nummer. Boah, ich hab gleich keine Pfeile mehr. Da unten ist doch ein Schwein. Ja, deshalb, ich renn dann wieder in die Wüste. Ja, warte, dann komm ich mit dir. Ich renn dann. Oh, 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 oh. Boah, der Kopf ist weggeplatzt, wie geil. Scheiße! Oh! Wo ist das Schwein hin? Das ist hier irgendwo. Weiß ich nicht. Alter, war doch da an der Wand. Ich hör's doch. Ja, ich hör's auch noch. Was stirbt da endlich, ey, du Wichser? Ach ja, wir haben die Bergbauhelme. Oh, stimmt. Ach. Ach, warte mal. Das Schwein war hier und greift mich hier unten direkt an. Ich werd bescheuert, ey. Lad mich mal einer ein, bitte. Ja. Augenblick. Mach ich. Aber ich kann jetzt nicht auf Party drücken, warum auch immer. Warte, weil ich vielleicht angefangen habe mit einladen. Warte mal, hab ich mich jetzt selbst? Ja, ja. So. Schwein habe ich... gegessen. Ja, hab ich geholt. Wo kommen die denn rein hier? Leider keine Bolzen. Ja, oder muss ich mit dem komischen Holzbogen... Ja, du musst auch gucken dazu, wenn du sie siehst, auch eintüten. Also Federn und hast du nicht gesehen. Ja, ja. Wo ist der T-Bolt? Ich bin hier am Vordereingang. Aber ich muss eh nach hinten. Ich muss nach hinten. Wir müssen in den Süden, wenn wir da in die Wüstenstadt wollen. Wir werden natürlich auch unterwegs andere Ressourcen, bis auf Federn und Tierfett und so. Wir werden zwischendurch auch Bäume hauen, Marc. Möchtest du mit, Marc, oder willst du hier vor Ort? Ja, so. Wo wollt ihr denn hin? Wüste. Also, weil da habe ich so viele Federnester, also Vogelnester halt gefunden, wo ich dachte, die können wir vielleicht gut gebrauchen. Erstmal kommt da noch eine ganze Armada aus Richtung Norden. Norden. Eine Mutti und hast du nicht gesehen und... Okay. Achso, ihr seid beide da jetzt? Ja. Mhm. Mein Gott. Ist das jetzt doch mit Ballistik? Ich check's nicht. Weißt du was? Ich mach den Nahkämpfer. Ich will das mal wieder hier mit dem Ding hier ausprobieren. So. Viel Glück noch. Oh. Viel Glück. Alter. Drei Schläge hat der jetzt gebraucht. Den großen Brudi nehme ich mir vor. Ja, ich hab den schon die Schädeldecke. Ah ja, daneben gehauen. Ja, ja. So, die dicke Mutti nehme ich mir vor. Hier, in dein Face. In dein Face. Bleib liegen, Mensch. Oh, was? Ich auch. Ja, ich würde die auch treffen. Ich würde sie eigentlich treffen. Ja, wenn man nicht immer zeitgleich da versuchen würde zu hauen, schießen. Ja, so. Sag ich doch. So. Ah, die hat mir im Fallen einen reingehauen. Stinkt hier, Olle. Aua. Hab ich? Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh nein. Boah. Da bist du mir wieder in den Schlag gelaufen, ey. Da hab ich mich wieder weggedreht, ey. Ah. Ja, das kann keine Ressourcen mehr geben. Jo. Ja. Volle Kanne. Seht ihr den Kriecher da noch? Nein. Das
Na! Ich lasse es. Ich renne in den Süden. Autsch. Hier, Vogelnester, Leute, Vogelnester. Ja, ja, das ist mein Plan, Sir. Ich werde handeln. Hampeln Sie da? Yes. Ja, das hatte ich hier schon gebuddelt für den ganzen Leben. Der Mann der freien Marktwirtschaft. Jawohl. Uiuiui, Ausdauer, Ausdauer. Puh. Hm. Stein. Steinen Sie. Ja, dann nehme ich lieber die kleinen. Oh, hier ist auch noch ein Nest. Hier, die sind besser. Steinus Maximus. Es gibt nur ein Steiniförler. Ein Steiniförler. So, hier hinter müsste jetzt irgendwann, glaube ich, das verbrannte Gebiet anfangen, ne? War das so? Ich weiß es nicht. Chines, ich weiß es nicht. Jo, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Verbrannter Schiss kommt auf uns zu. Jojo. Da ist einfach nur ein halbes Haus. Das ist bestimmt lootbar. Meistens liegt da auch ein Vogelnest. Chrysanthemen. Regnet. She fucking hates me. 6 Federn. Super, super. Da. 9 Federn ist besser. Boah, die Atmo ist geil. Die Atmo, Atmo, Atmo ist geil. Brennt da hinten einer? Ja, hier ist verbranntes Gebiet. Hier sind die. Ach, warte, ich könnte mir doch wieder eine Steinaxt machen zum Ressourcen sammeln. Also, ne, da gingen ja die Schläge schneller. Warte mal, was ist da für ein rotes Leuchten im Südwesten? Ist das ein Trader oder ist das ein Funkturm? Rotes Leuchten im Südwesten? Oh. Das ist ein Funkturm, ne? Oder ist das Militärgebiet? Das könnte auch Militärgebiet sein hier, ne? Da steht bestimmt doch nochmal. Oh, Level up. Vorsicht, Vorsicht, ne? Hier sind Minen auf dem Boden. Ach Gott, die sehe ich. Radkappenminen. Ja, ja, ich sehe sie. Da war eine. Ja, die habe ich aber mit einem Bogen bearbeitet. Wie sehen die aus? Wie Radkappen. Jetzt gerade, aber die sehen uns. Ach, da hätte ich mal warten können, bis der da langläuft. Ich trottel. Na. Ah. Hinter dir, Marc, hinter dir. Ferdi. Ja, ja, ich hab. Irgendwas hab ich angehört. Ja, ja, der hinter dir. Ja, ich bin noch ein bisschen zurück. Jo, jetzt habe ich das Leuchten da auch gesehen. Jo, was ist denn das? Militär. Militär. Ich würde sagen, ja, wenn wir auf die Minen aufpassen, dann holen wir uns da ein bisschen Muni, die wir gestern verballert haben. Ah, der Hammer hilft nicht so wirklich viel. Der knallt gegen deinen scheiß Kehl. Oh, scheiße, Mann. Ja, in den Rücken rein. Sehr nice. So.
Genau, wir auch schon gefunden waren. Guck mal, da vorne ist auch noch eins. Hier. Wo? Was? Hier, bei mir. Nee, ist leer. Ist leer. Sorry. Ja, da hatte ich schon verlesen. Okay. Vorsicht, nicht zu nah dran. Woran? Also, hier sind jetzt gerade keine, aber guck mal, siehst du hier vorne? Ich sehe sie. Deshalb, die würde ich jetzt... Wenn ich da rangehe, da explodieren die automatisch. Ja. Okay, nicht getroffen. Ja, keine Ahnung, das ist ein Blindgänger. Ja, die geht nicht also an. Hier ist auch noch einer. Kannst du auch mal? Boah, hier, ich glaube, ich habe die aufgeweckt. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Soldaten. Hey, guck mal da. Kommen alle hier raus, ja, ich sehe das schon. Kommen alle zu mir, ey, was ist denn jetzt los? Wir haben aber auch 6. Warte mal, ich versuche mal hier, die über die Minen zu locken, kommt. Aber die stehen bei uns drauf, das ist ein Blindgänger, der eine. Oh, abgebrochen. Der stirbt nicht, der ist in 3 Minen reingerannt, ich werd bescheuert. Oh, abgebrochen. Oh. Ja, ich hätte gern meine Pfeile wieder. Oh, nur 18 Pfeile. Aber du hast ja jetzt ein paar Federn auch gesammelt. Okay, das scheint doch aber ein Blindgänger zu sein. Da hängen 3 Pfeile hingen da von mir drin. Ich hab gar keine mehr, scheiße. Was hab ich gemacht? Da sind ja noch welche. Alter! Ja, ich war. Das hab ich abgekriegt. Boah, ich bin blind. Ich sehe grad. Ja, ich sehe nichts im Inventar. Boah. Verbrannter von hinten. Südosten. Ja. Ihr seid da, okay. Jo. Nur einmal kurz gucken, was wird mehr Schaden hier machen. So, auch hier vielleicht auf den Boden gucken, ne? Ob nicht hier auch irgendwas frech reingelegt ist. Jo, da steht mir direkt hier einer auf. Sehr schön. Von links, hier von hinten. Sehr gut. Na, Marc, du bist, ne? Du bist da, jo. Ist ja schön. Oh, ist ja richtig was los, ey. Ja. Okay, die hat's hinter sich. Der andere nicht. Einfach mal in den Rücken. Das war schön. Hier ist noch einer hinter mir. Ja. Kommt da ganz langsam an, der kommt aber langsam. Jo. Ihr sitzt. Ach, Hund! Oh. Ich glaube, hier hat einer eine Wrench bei? Also so einen Schraubenschlüssel? Ich glaube nicht, ich sehe es gar nicht. Weil die Dinger hier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man die. Warte mal. Na, hier kommen sie. Hier ist einer. Ja, die kommen. Nicht den Atemschrank anhauen? Na klar. Ach du Scheiße, hier hinter mir. Ja, ich hab nur noch 9 Leben. Ja, was zu heilen dabei durch Zufall? Bestimmt. Boah, scheiße. Hier? Warte mal. Ich schmeiß dir was raus? Ja. Achte davor, bevor du die nimmst. Also aufnehmen kannst du, aber noch nicht direkt nehmen. Weil du müsstest gucken, wie hoch deine Maximalenergie ist. Weil sonst verbrauchst du die. Ja, aber du musst gucken, ob das ausgegraut ist. Ob die jetzt wirklich bis ins Maximum geht. Scheiße, ja. Wie erkenne ich denn, wenn das überhaupt als Farben sind noch? Ja, also, ja, schwarz und grau kannst du eigentlich auseinanderhalten. Ja, dann ist das ganz, würde ich behaupten, ganz normal gerade. Was ist denn normal? Weil wenn das jetzt alles, was nicht rot ist, wenn das schwarz ist, dann ist deine Maximalenergie gerade
Ach so, das, ja, das ist ein schwarzer Balken und da ist grau drüber. Bis zu fast 90%, würde ich sagen. Ja, dann kannst du es nehmen, weil dann ist deine Maximalenergie auch ziemlich hoch. Vielleicht nicht 110, sondern 100. Okay. 3 Schießpulver. Ja, komm, eingetütet. So, Marc, ich habe einen Hammer mit dabei. Hilft das auch? Kann ich damit auch was abbauen oder? Plastik. Oh, Plastik ist gut. Marc, hallo? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Also French könnte man so auseinandernehmen, da gibt's dann alles Mögliche. Nee, ich krieg jetzt hier nur Metall raus aus diesem... Ich weiß, ja. Ich bin hier auf so ein Ding, Leute, auf so ein Mast. Mast und Schrotbruch, sag ich da. Hier, der Aussichtsturm ist ja ziemlich geil. Ja, hier bin ich drauf. Warte mal. Ja, das sind Kisten. Alter, ich hab hier noch nie so wenig Loot. Ich hab gar kein Loot hier gefunden. Noch nie hatte ich so wenig in der Militärbasis. Muss man hier eigentlich auch was skillen, um Schlösser zu knacken? Oh, warte mal. Warte mal. Bevor du die Kisten auf. Ja, sind wir alle auf. Ja, hättest du vielleicht einen Moment warten müssen. Du hast besseres Loot, ne? Na, ich hab Lucky Looter auf. Obwohl, warte mal, ach, war uninteressant. Unter doch, euch. Doch, jetzt kann ich. Ne, jetzt habe ich auf 3 gelernt. Now you'll find better loot. Unter euch sind 2. Ja, hier ist ein Tischtresor. Der ist aber gesperrt. Wie machen wir den auf? Kaputt schlagen. Dann mach ich da eben. Hältst du den? Mark hinter dir? Ja, machen wir. Alter, das sind 2.500. Alter, da kommt auch noch einer. Also wenn ihr gleich einen Moment Zeit habt, helft mal bitte. Das dauert das ewig. Ja, erstmal müssen wir hier die Leute hier. Alter, da kommen noch mehr. Marc, hier aus Osten. Schön. Da kommt noch ein Griecher. Okay, warte mal. Nimm die durch, dann lass mich da nochmal eben drunter. Ich muss mir meine Pfeile wiederholen, Alter. Ach, jo, scheiße. Ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe. Hast du das jetzt aufgekriegt? Raketenwerfer. Ich hab einen Raketenwerfer gefunden. Ach, okay. Sehr gut. Oh, hier ist das Leder, der Viech droppt Leder, sehr gut. Ja, hier, das Ding, das ist 2.500. Handeln Sie. Hinterfall. Weißt du was, mach mal kurz weiter. Oh Mann, ich war mit der Hand wieder... Woanders. Ja, ich rutsche immer ab. Ich hab ja jetzt die Tastatur. Du weißt doch, damals bei meinem alten Schreibtisch hatte ich ja so ein ausziehbares Fach für die Tastatur. So wie ich das hab. Ja, das habe ich jetzt nicht mehr und deshalb ist das so ungewohnt für mich. Ja, das glaube ich. Guck mal, das geht doch gut. 46 Leben hat er jetzt, also. Wer? 47, das wird ein bisschen mehr, aber dauert halt. Bei dir? Mhm. Ja, du hast auch, man. Ich glaube, bei dir wird es wahrscheinlich, weil du es noch. Hast du es geskillt, dass du Lebensenergie zurückgewinnst? Ja. Okay, dann geht's halt bei dir auch alle halbe Minute, ne? Jetzt geht's ab. Rechtsklick. Oh. So. Komm, lass mich dran gehen und gucken. Okay, Pistole. Da. Sag der, einfach der will. Muni. Da, 9 Schuss, 9 mm, 9 Schuss und würde ich, aber nimm du ruhig. Willst du, Ferdi? Ja, würde ich nehmen. Dann nimm mal. Dann nehmen sie mal. Und einen Kompaubogen, den nehme ich auch mal. Weil meiner ja, natürlich, scheiße. Natürlich. Alter, aber so wenig Muni-Loot habe ich noch nie gefunden. Haben wir irgendwo militärische Faser rausgekriegt? Nö. Was ist, wenn ich versuche, das Zelt zu zerhauen? Kommt da militärische Faser raus? Nee, Stoff. Aber es gibt nachher auch noch einen Skill, mit dem du Military Fiber craften kannst. Habe ich doch gestern noch gesagt. Ja. Was war's denn für ein... Aber normalerweise müsste man die... Ja, die findet man... Also vorher hat man die immer so irgendwo gefunden. Jo. Also das war dann auch nicht nur Militärbasen, sondern keine Ahnung. So, da.
Da lang. Ich habe noch Lederponcho. Wer will einen Lederponcho gefunden? Ich glaube, ich habe einen, oder? Da kommt jetzt ein Loot. Ja, okay, das ja, Nordosten. Aber machen wir auf dem Rückweg. Ja, ja, ja. Finde ich geil. Guck mal da auf die Karte oder links da Richtung halt. Südosten raus. Genau. Und auf der Karte und oben links müsstest du es aussehen, wo die Pfeile hingehen. Und im Dings siehst du es auch oben im Kompass. Ja, das ist klar. Wir sind jetzt auch nur raus und eben den Hügel rauf. Ja, ich bin schon langsam. Langsam erschrocken. Okay. Warum schon überladen? Nee, noch nicht, aber ich habe kaum Stamina, weißt du, nur 53. Dann musst du dagegen anessen, ne? Ja, ich habe nichts zu essen dabei. Oh. Ja, doch Eier. Rohe Eier. Ja, das ja, ist nicht gut. Ich habe auch nichts zu essen dabei, gar nichts. Nur was zu trinken. Ferdi, schmeiß dir hier einen Schinkenspeck mit Eiern raus. Ich habe dann auch nur noch eins. Marc, bist du am Verhungern? Nein, überhaupt nicht. Okay. Glaube ich auf jeden Fall. Also er sagte auf jeden Fall noch nichts. Warte mal, wie sieht's denn hier aus? No. Wo hast du denn geschrieben? Ach da, okay. Moment mal, wo stand denn das? Ah, das ist Armor Rating. Was ist hier? Water, Food 94, Water 76. Alles gut. Ein Ei hier drin, boah, ich kotze sie gleich. Macht sich das auch, now you find better loot, auch an den Dingern bemerkbar, an so Nestern? Können wir mal ausprobieren. Oh. Ich habe den jetzt so geskillt, dass er jetzt wirklich das erste Mal... Ah, hier ist eins. 400. 16. Im Vergleich dazu, ich habe jetzt eins aufgemacht, 5. Ja, aber ich hatte letztes Mal auch schon mehr, also das glaube ich nicht, das ist wirklich zufallsgeneriert. Ja. Das ist also Wumpe. Interessant wird es nachher bei irgendwelchen Sachen, die man... Schränke oder so. Ja, genau. Ah, jetzt haben wir wieder 100, alles klar. Na, guck mal, sauber. Ach, Vogel ist wieder. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Alles mitnehmen, ey. Ja, es ist einfach wirklich für mich einfach ultra schwierig, da wirklich was zu erkennen auf dem Boden. Ja, aber jetzt hier in der Wüste jetzt sind hier weniger. Geht's besser. So, ich werde auch wieder Aloe mitnehmen. Aber wenn ihr seht, Aloe-Pflanzen zum Heilen, ja, ne? Nehmen wir mit. Jo, ich, nochmal 14. Erhitze hier natürlich direkt wieder. Da müsst ihr auch drauf aufpassen. Was macht denn das? Weiß ich nicht. Da mit einer AK rum. Du bist halt fertig, ja, hast eine AK? Ich hab die gar gefunden. Oh, sehr gut. Aber die halt fast kaputt, weißt du? Was heißt das mit den Erhitzen? Was bringt das? Ja, weiß das steht doch unten. You are hot, find irgendwas und keine Ahnung. Das wirst du. Also wäre es sinnvoll, dann Sachen auszuziehen. Weiß ich also nicht, mein Mantel und so, die machen auch Kälteresistenz und Hitzeresistenz. Ich nehme mal den Poncho. Könnte ich auch mal ausprobieren. Der der hilft, der Poncho. Ja, dann ziehe ich den mal. Oh, mir wird richtig heiß. Ah, da ist eine Stadt, Leute. Ja, das ist die ich ja gestern gefunden habe. Ah ja, okay. Da ist auch direkt, wenn man vorne reingeht, links. Also wenn man sich weiter Süden hält und dann vorne, ja, weiter Richtung Süden läuft links. Dieser Buckladen. Buckstore. Erstmal eine Schlange hier. Na komm, lass dich looten. Lass dich schneiden. Ja, was ist denn hier? Scheiß Geier. Oh. Knallen ab. Ja, der bewegt sich, aber ist das Problem dabei. So, mir ist immer noch heiß. Mir ist auch, richtig mir heiß. Auch. Mir ist richtig heiß. Ja, das hab ich auch. Nochmal Lucky Looter, jawohl. Ich lege auch mal Sweatshirt ab. Ja, so war es gestern bei mir auch hier in der Wüste. Das wurde eigentlich nicht besser. Nee, das wurde nicht besser. Aber man überlebt. Sweltering, eine Minute. Komm hier, das Ding mal ausziehen da drunter. Also ich habe hier jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Vogelnester schon gefunden. Und an der Stadt waren eigentlich gar nicht so viele. Wenn wir... Boah, 20 Federn in einem. Alter. Wow, noch ein Vogelnest. 7. Ich flankiere mal so ein bisschen die Stadt. Das
Aloe hier rum abzuhacken. Alter, wie viel kommen da raus? Zerhacken sie. Oh, oh, jede Menge, ey. Halt aber ganz schöne, ganz schön viele Kopfschüsse aus. Sehr interessant. Lustige Zombies. Meine Lieblings-Zombies. Respekt. Das wirkt sich, habt ihr auch das Gefühl, das wirkt sich auf die Stamina aus, das mit der Hitze? Das ist durchaus möglich, das ja. Das ist ja wirklich möglich. Also, das wird ja sogar Sinn ergeben. Wenn ich gleich zu euch kommen soll, wenn irgendwas ist, ne, dann sagen sie mir Bescheid. Sonst renne ich hier ein bisschen rum und loote die Nester und Aloe ja, und so. Ich, Schweinchen. So, erstmal die Schlampe. Was ist das denn hier? Eine Grocery? Da findet man noch, oder ein Jail. Da gehen wir mal hier mal durchgucken. Hier ist locked. Oh, hier ist noch ein Nest. Sehr schön. Ein Schweinchen, komm her. Hier sind, guck mal, hier sind 3, 4 Stück drin. Der ja. Eine hat sich schon bewegt. Oh oh. Geht das da durch? Ne, ne? Jetzt aber. Das Schwein tut mir weh. Das Schwein tut mir fucking weh. Und dann haut mich noch eine Zombie. Boah, das sind 5 oder 6. Boah, das tat verflucht noch eins mega weh. Scheiße. Zombie und Schwein haben mir mal eben 80 Leben oder so. Ach, von oben auch noch. Ach du Scheiße. Da sind auch nochmal 3. Tibor? Ja, ich bin hier gerade auch. Jetzt. Okay. Okay. Seid ihr weit weg? Boah, Scheiße. Ich bin noch überladen. Verfickte Kacke. Jo. Schön. Alter. War noch tot, dachte ich. Schön. Feine Priester. Ja, ernsthaft, Alter. So, hier kommen noch 2 Kriecher. Alter, ja, oder? Von der anderen Seite kommt ja auch noch einer. Oder 2. 3. Ich hoffe, mir oh, jo. Snackt gleich keiner das Schwein da weg. Von den Zombien. Schön. Oh, schön. Der hat 3 Pfeile im Spiel, weißt du? Siehst du, da ist nicht viel drin. Das ist wie Herr Kramer. Ja, genau. Ach, komm, so. Ja, sehr nice. So, ich hole das Schwein ab, wenn ich jetzt noch weiß, wo das ist. Hier rein, Marc? Ja, ja, wir gehen hier rein. Aufpassen, vielleicht steht noch irgendwo ein Hund oder was rum. Okay, einmal Kartoffeln, einmal Schinken. Da ist eine Kiste, die würde ich aufhacken. Ja. Mit da ist eine Lebensmittelkiste. Ich muss gucken, was ich raushauen kann. Alter. Okay, okay. Oh, ich bin jetzt auch schon wieder durch den... Durch die drei grüne vergammelte Stullen. Geil. Boah. Ich höre doch da irgendwas trappeln. Scheiße, bitte lass den Zombie nicht vor mir an dem Schweinchen sein. Da ist doch wieder irgendwas los, oder? Ja, ja, der kommt durch die Hintertür, Marc. Ja, sag doch was. Oh, Alter, ich kann das Schwein nicht mehr richtig looten. Was ist denn das? Ah, gut. Boah, ein Biester, ey. Stirb! Noch nicht. Boah, die halten echt. Keine Pfeile mehr. Ein Pfeil. Mhm. Hier der Müll lässt sich auch looten. Holz. Nachbarraum ist auch noch. Hier. Leute, habt ihr das auch, dass ihr jetzt gerade weniger tragen könnt? Ist das vielleicht, was die Hitze macht? Das kann sein, ja. Ich habe hier noch ein Vogelnest gefunden. Und ich verdurste gerade. Juhu.
Knochen brauchen wir eigentlich, Alter. Wir brauchen hier jetzt gerade eigentlich alles. Eigentlich kann ich auch das hier wieder tragen. Ich muss erstmal gucken, was ich hier wegschmeißen kann, ey. Ja. Weg. Ich weg. Auch. Weg. Federn 38, sofort neue Craften. Ein Beaker habe ich noch gefunden. Und dann sollten wir vielleicht auch mal gucken, ob wir mal just for fun so eine Queste machen bei so einem Händler. Das könnten wir wirklich mal. Punkte und Sachen kriegst du nämlich von dem. Und du kannst da Sachen kaufen oder Sachen verkaufen. Und hier, das hier, so grüne alte Stullen, ne? Ich habe einen Splint gefunden, das ist sehr gut. Das weg. Oh. Hast du leere Gläser? Ich, ja. Ich hab... Obwohl, das macht keinen Sinn. Rausschmeißen lohnt nicht. Komme ich immer noch nicht auf frei. Oh. Na, ich auch nicht. Ich bin voll überladen. Und deshalb... Kann man denn da Motherload noch einen hörlern oder was? Auf Strange? Alter! Pack Mule, six more. Also ja, gib her, kann ich. Alter, wie nice, das ist eine Idee. Wo ist das nochmal unter Strange? Oh, geil. Strange. Pack Mule heißt das, damit du die Felder freischalten kannst, genau. Kann ich gerade nicht, ich glaube. Warte mal. Nein, kann ich nicht, ich habe den schon auf 3. Oh. Ach ja, und Intellekt habe ich jetzt auf 6, ne? Okay. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, eine Science zu lernen. Oh, also yeah. Eine Chemistry Station. Perfekt, dann können wir wie ich anfangen. Oder man, ja, da kannst du, can craft Chemistry Standard Ammunition, Alcohol, Pipe genau. Bombs, Cooking Pot Mines, Gasoline, you can. Und du kannst natürlich auch, wenn du Schießpulver machst, das ist nicht so teuer, als wenn du es so im Inventory herstellst. Aber das lerne ich jetzt noch nicht, das lerne ich noch nicht. Ich habe nämlich 2 Punkte, mal gucken, was kommen denn sonst noch hier? Mining 69er geht nicht. Pack Mule, Motherload geht auch nicht. Kann ich den Strand? Alles klar, kann ich noch einen höher lernen. Schade, kann ich nicht. Seid ihr gerade eigentlich im Bookshelf? Also im, Nee. Ich bin noch in diesem letzten Haus, wo wir gerade standen. Boah, jetzt kriegen wir noch Durst. Jo. Brrr, ich höre einen Turi. Komm nach unten, Ferdi. Er ist in der Kirche, der Penner. Naja, direkt nebenan, okay, ich guck mal. Ich komm von hinten rum in das Haus. Von hinten kann man, glaube ich, nicht anders von vorne. Okay. Schon also wieder eine grüne Stulle. Warte mal. You find loot with better quality, alles klar. Ja. Alter, wie viele Nester hier sind, Leute. Ich habe auch jetzt wieder wahrscheinlich an die 20 Nester hier gefunden. Boah, und dass man langsamer wird beim Nachladen, das ist so bitter, ne? Jo. Alter, boah, quasi. Sind dann 4 oder 5 Nester auf einem Haufen? Alter. Dafür liebe ich die Wüste. Jo, noch eins, wow. Scheiße. Oh, ich hab ein Jagdgewehr gefunden. Oh, nice. Mein Gefängnis gucken mag, oder? Oh! Kopf weggeschossen. Ja, aber wie? Der war sofort tot mit einem Schuss. Oh, ich hab noch ein Schwein, Männer. Ich schieß noch vorbeigeschossen. Boah, was macht der einen Krach da drin? Pass auf, der kommt da. Hä, wo ist er denn? Ach, der steht da auf der. Ja, der läuft da oben rum. Achtung, von hinten kommt auch noch einer. Boah, der rennt, das ist ein Feral, pass auf, der rennt. Was macht der? Warum macht er das? Weil das ein Feral ist. Ja, das muss ihm raushauen mit dem Hammer. Nee, ich glaube eher nicht, ich hab noch 8 Leben. Oh nein! Schieß ja schon! Komm zu mir! Nein! Ich bin am Nachladen, ich bin langsam. Ich komme in eure Richtung. Langsam, weil... Alter, mich verfolgt ein Geier. Ich werde noch bescheuert hier. Alter, ich werde aufgehalten von einem Geier. Und die scheiß Gräber, da kommen auf. Da ist noch eine Feral drin, ich werde behindert.
Und die rennen außen rum. Wie krass sind die eigentlich, die? Scheiße. Ich hab nichts zu beschießen dabei. Also könntest du überlegen. Ja, ich überlebe. Ich überlege und überlebe. Boah, ich werd behindert. Ich bin bei euch. Ja, ja, auf der Straße, die kommen. Auf der Straße. Oder von links, hinterm Haus her. Da, von links hinterm Haus, da kommt die erste. Sehr schön. Steht sie noch mal auf? Boah, Bitch, ey. Was ist da? Hinterm Haus auf jeden Fall sind noch welche. Okay. Den habe ich getroffen. Da kommt er. Da kommt er auf die Straße. Boah, schön. 1199 Erfahrungspunkte. Mhm. War's das am Ferrells? Oder ach, da kommt noch ein Turi. Boah, ich schieße euch fast immer in den Kopf. Also, wenn ich schießen würde. Sehr geil. Ja, wenn ich nur mehr Muni hätte. Wäre echt geil. Macht Spaß. Ja. Ja, wenn die nicht so teuer wäre. Ja. Was konnten so eine Muni herstellen? Also. Oh ja, dann geh schon mal suchen. Ja, danke. Nimm mir doch all den Spaß an. Ja, also Holz, wir wollen es ja auch ist, mega ja, feiern. Ja, wir auch machen. Holzkohle, Nitrat muss er haben. Das ist für Schießpulver. Ja, ja. Und dann zum Beispiel für Schrot an sich müsstest du dann noch Blei mit Lehm verkneten. Okay. Also das sind insgesamt 4 verschiedene Komponenten, die du meistens brauchst. Oh, Mann, Mann. Alter, der hat doch 3 Dinger da im Kopf stecken, Alter. Ja, ich würde euch gerne helfen, wenn ich jetzt nicht gleich kaputt gehen würde. Ja, ich habe auch nicht mehr. Keine Pfeile mehr? Keine Federn? Federn habe ich, aber keine Pfeile, aber kann ich machen eigentlich, oder? Das ja, klar, sollten du sie. Das solltest du mal machen, ja. Und zwar Steine und Holz brauchst du dann noch. Was ist denn hier mit dem Jail? Da könnte man doch jetzt mal reingehen. Das haben wir doch freigeprügelt, oder? Das war das doch. Eigentlich schon, ja. Hier ist natürlich auch nichts drin. Doch, hier ist nur so ein... Alter, nice. Ich habe eine Wrench. Echt? Nice. Ja, auf 2. Hm. Wenn wir jetzt natürlich auf dem Rückweg noch an diesem Scheiß an der Base vorbei, ein Gas. Oh, Leute, wir haben 18 Uhr, ist das Problem. Wollen wir vielleicht mal überlegen, einfach hier, ich habe Fleisch gefunden, ich habe Eier gefunden. Wir können bestimmt für jeden so ein Eier mit Speck machen, dass wir uns hier irgendwo verbarrikadieren, bevor wir jetzt den Riesenweg zurück machen. Das geht. Auch eine Idee. War hier einer in den Books drin, in dem Bookstore? Nee, wollte ich, Aber sonst würde ich sagen, dass das gegenüber, das sieht doch schon groß aus. Welches? Dies hier, die Hardware oder was? Ja. Da ist bestimmt auch eine Werkbank drin. Ja, dann hat's auf jeden Fall. Ja, hat es. Ich hab auch wieder Pfeile. Oh, sehr gut. Ja, komm mal, lass uns das Ding mal aufräumen. Okay. Da steht bestimmt irgendwas rum. Ja, ich sehe da schon was. Da liegt 1, 2, sehe ich so schon. Oh, anschießen geht durchs Fenster. So, da kommt was entgegen. Vorsicht. Da ist aber noch irgendeiner, hab ich gesehen. Links hinter der Tür, Tibor, hinter der Tür! Alter, Feral. Na, verzirkelt. Ich blute direkt, Leute. Ja. Ich komm hinter dir hergerannt, aber... Ja, ja. Ich hab's ja getroffen. Das musste jetzt sein, Alter. 39, boah. Ja, hier kommen erstmal 2 Touris noch, ey. Jo. Boah, das ist echt heavy geworden, Leute. Das ist echt heavy geworden. Ja, Mann. Ich hab den Kopf verloren. Da kommen mal noch 3 Leute raus. Ich werd bescheuert. Ach. Erstmal, ja, du sagst es. Ja, der hat ja 2 Pfeile einmal quer durch. Komm, ich hinter dir, Timo. Boah, Alter. Ich bin halt nochmal aufgestanden. Der steht auch nochmal auf. Der lag da eine halbe Minute gefühlt. Oh, daneben gehauen.
Und wieder daneben, Mann, ey, komm. Ist das scheiße, ey. Das ist unglaublich. Jetzt hau ich so lange auf den drauf, ne, bis der durch die Erdkruste puncht, ey. Boah. Der steht doch bestimmt auch nochmal auf. Ich traue jetzt keinem hier mehr auch noch. Weiter. Da ist noch ein Krabbler. Weiter. Immer weiter, da ist noch ein Krabbler. Nimm dir den mal vor, da. Da traue ich mich nicht zu hauen. Jo, mal getroffen. 7, weil ich bin noch 13 Leben. Ja, ja, ich 38. Aufpassen. Boah, ich bin total lahm. Ich bin total überladen, lahm. Mir ist genau. Da ist eine Workbench hier, Mark. Jo, die ist sogar heile. Fantastisch. Stiffing Tools. Boah, ich muss zwar trinken, Leute, sonst gehe ich kaputt. Jo. Warte, erstmal Schluck, Schluck. Ja, ja, gut, hatte ich den. Müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Ja, ja. Oh, ein Wire-Tool war hier drin. Scheiße, du hättest das aufmachen sollen mit deinem Loot-Lack da. Oh. Ja. Ja, warte. Boah, ich muss erst trinken, sorry, Leute. Sonst was geht mein Dings hier nicht weg. Wow. Okay, jetzt geht's langsam hoch. Was ist hier, Helm, mit so vielen Dingen? Hier ist... Da, warte. Scheiße. Okay, da ist eine Spitzhacke drin. Auf Stufe 2, die kann, hier, da kann der Ferdi einfach mal dran gehen. Ja, Hacke hab ich schon in der Stufe 3. Aber ich nehme so mit, egal. Warte. Oh, Simsalabim. Okay, ich dann sechs, noch was in der Ecke? Sechs Mechanical Parts. Geil, geil. Säure und ein Amboss. Okay. Hier, die muss auch noch aufgemacht werden. Mal hier, ich komme. Ich guck mal hier oben um. Eine Schaufel, Electrical Parts und 26 Nägel. Da ist irgendwas ganz schnell am Laufen, Leute. Raus. Boah, dick, Alter, dick, dick, dann dick, hab ich dick, nur... Dick, dick. Nein, wenn du das so sagst, dann klingt das schon wieder nach einer Meute, ne? Oder? Da ist da irgendwas am Laufen? Ich höre das doch. Dick, 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 dick. Jo. Nee, einer. Boah. Also, soll ich jetzt hier bleiben, oder? Wie ist das? Ich würde vielleicht mir einen Baum vornehmen. Was ist denn hier nebenan? Ich habe gerade Holz gefunden, aber 390 habe ich. Das ist gut, ich weiß nicht. Wollen wir Spikes machen, um uns ein bisschen für die Nacht zu verteidigen? Kannst du machen. Oh, was ist denn hier mit diesem Nachbargebäude? Kann man da oben? Ah, so eine alte Scheune oben drauf. Ein bisschen Stein holen. Alter, das geht ja gar nicht mehr. Ja, ich bin echt am Arsch hier. Ich schmeiß erstmal 3-4 Sachen hier in die Kiste rein. Das geht nicht anders. Ich gehe ja auch. Okay, schon mal nicht mehr überladen. Das ist schon mal gut. Mal gucken, ob das Spiel auch so realitätsnah ist, dass es in der Nacht halt ziemlich kalt wird. Alter, was ist das denn für ein kleiner Scheißbaum? Alter, eine riesige Baumkrone und dann ist da drunter Bleistift, ey. Bleistift. Frech. So werde ich ja nicht King of the Hill. Leutchen. Ja. Wer war hinter mir? Ich war hinter dir. Ah, okay. Dann, Marc, wo bist du? Auf der Scheune. Da kommen sie auf jeden Fall. Da kommen drei Leute. Ja. Boah, Alter, die Geräusche müssten die auch mal fixen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da ist links einer von mir und dann sehe ich, die sind doch nur vor mir. Links von mir, Alter. Was? Echt? Links? Ja, doch. Dann, okay, nehme ich das zurück mit den Geräusche fixen. Maximal Stamina ist so im Arsch, ne? Ach so, ja, und ja, überladen halt.
Überladen und schleichen geht mal gar nicht. Da ist man. Gefühlt bei ein, oder? Ja. Nee. Ich hab fast mein komplettes Inventar voll. Marc, überlegst du denn hier oben einfach zu nächtigen auf der Scheune? Also eigentlich war ich jetzt nur neugierig, was da oben so los ist. Ja. Ich sehe, dass da noch Kisten sind und... Ich meine, das Gute ja wäre, es gibt, glaube ich, keinen Weg nach oben, ne? Doch, über den Heuballen da, wie wir jetzt auch. Gut, die müsste man doch wegnehmen. Genau, die müsste man einfach wegnehmen. Die Idee doch generell gar nicht verkehrt. So, dann hast du da oben und hast du hier so eine Plattform, wo du dich draufsetzen kannst. Komm, ich helfe dir mit. Müssen wir gleich nur die Heuballen aufheben, Männer. Warte mal, man kann auch hier den weg... Nee, den lass mal, glaube ich. Ja, aber damit du da wenigstens irgendwie dran vorbeikommst. Vielleicht den hier noch? Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Heuballen brauche ich gerade auch nicht. Ferdi, nimm doch schon mal draußen die Heuballen weg. Das kann ich nicht gebrauchen jetzt. Dann kann ich endlich auch das nicht gebrauchen. Was mache ich denn da am besten? Mit der Schaufel oder? Entweder mit der Axt zerhacken oder so. Oder ja, drauf rumhacken. Oder man kann sie mit E sogar aufsammeln. Manchmal kann man die mit E komplett aufsammeln. Ja, mit der Schaufel. Mit der Schaufel? Gott, aber. Schaufel wegschaufeln. Zwei Hiebe. Ohne Witz. Okay. Oh Gott. Oh Gott, hier und hier ist ein Leiter. Alter, ich hab zwar gesagt, man kann ja ein Lagerfeuer basteln, aber wir haben ja gar nichts, um einen Kochtopf an den Start zu bringen. Ich hab einen Kochtopf dabei. Sehr gut. Geil. Perfekt. Ich hab gerade gefunden. Sehr gut. Dann könnte man auf jeden Fall die Eier mit dem Fleisch irgendwie ein bisschen durchhauen. Also wie ich rein an Zufall. Boah, sehr, sehr gut.